egal wo der da lang der geht. Der gibt ne? Zero Fucks, der wäre auf jeden Fall. Jo Leute, was geht? Willkommen zu Tag 1 in Whistler. Wir haben wie viel Uhr? Halb sieben. Wir haben natürlich die Nacht kaum gepennt wegen Jetlag. Du hast geschlafen, ich bin seit 4 Uhr wach. Ja, ich bin auch dauernd aufgewacht. Wir haben nur unterschiedlich gedingst. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal irgendwas Gemütliches uns zum Frühstück kaufen. Und dann führen wir euch immer so ein bisschen rum. Wir gehen mal zum Lift mit euch, zum krassen Slopestyle-Kurs, der hier im Rahmen von Crankworks gebaut wurde, zum Red Bull Joyride-Kurs. Und ja, wir zeigen euch mal so ein bisschen Whistler. So, Frühstück Nummer 1, wir gerade gekauft für heute. Kaffee. So, falls ihr hier seid und einen Supermarkt braucht, da vorne, der hat aber noch zu. Das war der Kleine, es gibt noch einen Großen. Genau, der Große ist irgendwo da hinten. Da hole ich auch noch mit hin. So, und jetzt sind wir quasi auf der Gerade zum Lift und kommen gleich dann zum Slopestyle-Kurs. Und hier gibt es ungefähr in diesem Minidorf 150 Starbucks. Oder wie viel gibt es hier genau? 5? Ich weiß es nicht. 3 oder 4? In einer Straße. Ja, 3 oder 4 in einer Straße. Und Whistler ist halt echt klein. Hier der Muffin. Ja, der ist der Hammer. Schützt man uns, glaube ich, gar nicht. Mm-mm. Und was ihr hier gerade nicht riechen könnt, hier riecht es ziemlich verbrannt, weil hier leider ein riesen Waldbrand in der Nähe ist. Deshalb ist hier auch so ein bisschen diesig gerade, so ein bisschen neblig, das ist von diesem Waldbrand. So, jetzt sind wir hier unten beim Lift, den ihr noch sehr oft bei diesem Trip sehen werdet. Und da vorne seht ihr den Slopestyle-Kurs für den Super Bowl im Mountainbike Slopestyle. Ich zoome mal ran. So, werde ich euch aber auch noch näher zeigen. Da wird gerade hier der Zieltrop gebaut. Der ist noch nicht fertig. Oder doch. Auf jeden Fall ist das ganz schön groß alles. Wahnsinn. Ja, mit dem Lift hier fährt man immer hoch. Hat da mehrere Stationen und Zugriff auf 63 Strecken. Hier kann man auch noch Gondel fahren. Ja. Ich traue es mich gar nicht laut zu sagen, aber es ist mein 6. Mal in Whistler. Und es hat sich definitiv nicht abgenutzt, auf keinen Fall. So, wir sitzen jetzt hier einfach irgendwo am Lift, um euch mal zu demonstrieren, so viel WLAN gibt es hier. Alter, wie süß ist das? Alter, das hält mir im Kopf nicht aus, wie süß das ist. Das snackt halt einfach mal massiv weg. Morgen! Morgen! Hey, Nadine, guten Tag! Hi, guten Morgen! Und hier der Nico, er sitzt ja hier. Ich hab's geschafft! Sitzt ja hier aufzustehen? Ja, genau, das schätzt du. Schon auf? Ich weiß nicht, alle sind auf einmal hier am Rumwerken und ich bin schon die ganze Zeit nervös. Alter, hier, mein Rad ist ready. Wir werden jetzt doch noch vor dem Supermarkt die Räder schon mal so provisorisch zusammenbauen. Und danach erst frühstücken, was ich ziemlich gut finde. Da ist so ein bisschen der Druck raus, ne? Hast du keinen Hunger? Wie bitte? Hast du keinen Hunger? Ja, nach Radfahren. Nee, ich weiß auch nicht. Ich bin hier immer wie so ein kleines Kind. Immer so ultra nervös, wenn ich weiß, ich bin hier. Und hab noch nicht mein Rad aufgebaut. Und deshalb muss ich das eigentlich mal zuerst tun. Tun mir mal alle Beteiligten sehr leid, weil ich mal so ein bisschen Stress versprühe hier, glaube ich. Diese Beteiligten auch, da ist niemand. Ja. Und Mali, kannst du fassen, wo wir hier sind? Nee, ich sehe ja nichts. Aber das Ding ist schon mal ganz geil. Pavillon. Der leuchtet nachts auch rot. Zuerst den Lenker. So, ganz normales Bild hier im Apartment mit normalen Leuten. Ganz normale Leute. Ganz normale Leute.
machst du das, Lisa? Immer über Kreuz. Ja, immer über Kreuz, ne? Hier. So, zum Glück habe ich eine Luftpumpe dabei. Ist aber die kleinste der Welt. Dauert ein bisschen. Erste Abfahrt mit Mali heute. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Und hier kann man sich entweder da anstellen, braucht ein bisschen länger, oder man geht hier durch das Single-Ding. Dann kann man da direkt durch. Hier hast du das Trinkwasser. Oh ja, das brauche ich. Ja, hier. Alter. Nice. Mali, wie fühlt sich das an zu wissen, man fährt jetzt zum ersten Mal in seinem Leben Whistler? Gut. Bikepark? Finde ich gut. Guck dir jetzt hier den Joyride-Kurs an. Ja, Alter. Wie krass ist das? Schön an den Seiten mit so. Ja, die ist ein Boner-Lock da. Der ist auf jeden Fall ein ordentlicher Boner. Was ist das? Das könnte Ende der neu, das neue Ende von der A-Line sein. Ich weiß es aber nicht. Fuck. Ja, das ist so krass. Steil. Krass, ging doch weg von Stellen. Oh, und da oben kann man jetzt auch von der Seite rein. Oh krass, das ist echt neu. Thank you. So Leute, wir fahren jetzt erstmal einen Anfängertrail zum Warmwerden. Der heißt Crank It Up und ja, da sind so kleine Sprünge und so Sachen. Alter. Sehr geil. Also hier seht ihr, ist alles in unterschiedliche Farben eingeteilt, je nach Schwierigkeitsgrad. Wir fahren jetzt hier so einen blauen Crank It Up, da gibt es noch grün und schwarze und dann ist das hier nochmal durch Single Diamond und Double Diamond und Pro Line gekennzeichnet. Dann. Hier die Sprünge sind halt sehr flach. Also nicht zu vergleichen mit Dirt Merchant oder A-Line. Also sehr mellow hier, wie ihr seht, aber echt cool zum Warmwerden. Erstmal jeden Kicker gekellert. Was? Erstmal jeden Kicker gekellert. Ja, da muss man, kann man echt langsam fahren hier auf dem Trail. Direkt weiter? Oh. Hier hat es jetzt seit Wochen nicht geregnet. Seht, wie trocken hier alles ist. Da. Können hier und dann, ich glaube, dass man die Drops blinscht, ich weiß es nicht mehr. Hier leuchtet rot, oder? Ja.
hier auf Crank It Up. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein bisschen langsam machen. Die Sprünge sind hier nicht so groß. Springt man schnell mal zur Bike. Jetzt bleiben noch ungefähr 60 weitere Strecken. So, zweite Abfahrt. Gehen wir uns jetzt mal auf die A-Line. Weltbekannte A-Line. Wow. Yeah. Yo. Nice. Yo. Yeah. Vorne ist ein Bär, falls ihr das seht. Hi. Geil, Mann. Sehr geil. Der gibt Zero Fucks, der wäre auf jeden Fall. Einfach egal. Das ist ehrlich. Ja. Mali und ich sind jetzt 4 Abfahrten gefahren. Einmal Crank It Up, zweimal A-Line, einmal Dirt Merchant. Und jetzt haben wir uns hier mit einem Liter Schmusis aufgedingst. Aber sind jetzt ganz schön fertig so an Tag 1 mit wenig Schlaf und so. Ihr könnt heute Abend nochmal. Ja, heute Abend, denn der Lift hat bis 20 Uhr auf. Heute waren wir ein bisschen shoppen, haben uns schöne Sachen gekauft. Jetzt snacken wir noch ein bisschen und dann wird vielleicht noch ein bisschen Fahrrad gefahren und danach wieder gegessen. Also in erster Linie essen wir hier. So, ich gönne mir jetzt noch eine Abfahrt alleine. Die anderen sind zu blatt vom Fliegen, ich eigentlich auch, aber ich habe jetzt einfach nur mal Bock zu fahren. Es ist jetzt nämlich erst 4 Uhr und der Lift hat bis 20 Uhr auf. Ja, muss man eigentlich noch mal fahren. Aber ja, ersten 2 Tage nach dem Fliegen mit Jetlag sind immer ein bisschen schwierig. Jetzt gibt es eine entspannte Runde Dirt Merchant. Mein Lieblingstrail hier. Oh shit, was war das? Kette rausgesprungen, scheiße. Ich dachte nämlich gerade, irgendwie springe ich komisch mit der Kurbel ab. Irgendwas stimmt mit meiner Kettenführung nicht. Shit. Mir ist leider hier komplette Kettenführung lose, deshalb ist hier auch eben die Kette rausgesprungen und die haben mir jetzt netterweise Werkzeug gegeben. So,
So, ich lasse es für heute auch gut sein. Wie gesagt, in Deutschland wären es jetzt so, keine Ahnung, 3 Uhr nachts, schätze ich mal. Und ich bin auf jeden Fall müde. Aber war ein cooler erster Tag. Heute sehr locker das Ganze angegangen. Und ja, freue mich auf die nächsten Tage. Morgen bin ich hoffentlich schon hier in dem Rhythmus drin. Meistens so ab Tag 3. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder was essen. So Leute, das war Tag 1. 1 in Whistler. Und damit wir jetzt hier nicht völlig einschlafen, machen wir jetzt hier noch eine Runde im Fitnessraum und versuchen den Jetlag irgendwie zu überwinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf die nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.